So, dann sind es jetzt einige Sekunden nach 19 Uhr, wollen wir aber pünktlich anfangen. Herzlich willkommen und Grüße aus Berlin vom Potsdamer Platz. Mein Name ist Jens Scharnowski und das heutige Spezialthema im Webinar sehen Sie bereits. Wir wollen uns mal mit den Top 10 der beliebtesten, nützlichsten EA-Skripte, Indikatoren und Co. beschäftigen. Wenn Sie mit dem MetaTrader 4 arbeiten, können Sie natürlich einfach nur so Orders aufgeben oder halt viele, viele Tipps, Tricks und Möglichkeiten, die der MT4 noch bietet, auch wahrnehmen. Und etwas davon wollen wir heute einfach nahe bringen und anschauen. Ich habe natürlich eine Präsentation vorbereitet. Ich werde aber nicht nur in der Präsentation bleiben, sondern ein bisschen lebendig auch immer in das Tool, in die Software direkt reingehen. Und wenn es zu schnell war, manchmal neige ich zum Schnellsprechen. Das Video von diesem Webinar wird in wenigen Tagen auch auf der Facebook-Seite von uns zu finden sein oder auf der Webseite auch. Und Sie können jederzeit am Wochenende, wann Sie immer auch möchten, das Video anschauen. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben zum heutigen Thema, Sie haben in diesem Meeting-Tool direkt ein Questions-Chat, also ein Frage- und Antwortbereich, wo Sie mit Tastatur Ihre Wünsche hineinschreiben können. Die anderen Teilnehmer sehen das nicht, nur ich als Moderator und ich versuche dann direkt auf Ihr Anliegen einzugehen, dass Sie möglichst viel vom heutigen Webinar haben. Es ist kein Standard-Webinar, das heißt, wenn ich einige Sachen auch nicht ganz so flüssig und standardisiert vortrage, wie wenn ich ein Standard-Webinar 100 Mal gehalten hätte, auch da bitte ich schon mal zu Beginn um Verständnis und dann legen wir direkt los. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Interesse. Wichtiges zuvor. Alle EAs, das ist die Abkürzung für Expert Advisor, Indikatoren und Skripte, sind nicht von uns, sondern kostenfrei im Internet zu finden. Deswegen auch unabhängig und ohne Gewähr vom Broker. Wir haben kein Copyright, wir haben die nicht selber gemacht. Sie können Tausende, vielleicht sogar Zehntausende von EA-Skripten, Indikatoren im Internet finden. Stichwort Google. Und dann noch ein oder zwei schöne Begriffe dazu verknüpfen und Sie werden es finden. Deswegen können wir auch nicht die Skripte oder EAs, die wir heute vorstellen, auf unserer Webseite oder zum Download zur Verfügung stellen, weil die halt nicht uns gehören, sondern frei im Internet zu finden sind. Weil es Zehntausende von EAs und Co.s gibt, ist es natürlich auch eine Auswahl. Wir nennen es Top 10, das heißt, wir werden uns 10 anschauen, aber 100 Trader, 200 Vorgehensweisen und Vorlieben. Vielleicht haben wir auch Teilnehmer dabei, die sagen, nee, die gefallen mir alle gar nicht, ich brauche andere. Wir möchten Sie heute nur einladen, sich mit EAs und Indikatoren und Skripten zu beschäftigen, die ganzen Möglichkeiten, die der MT4 auch noch bietet, auch mal anzuschauen. Und ja, wenn Sie Fragen, Wünsche haben, einiges können wir einfach rechtlich nicht nennen, zum Beispiel die Quellen, wo so ein EA downzuladen ist. Wenn Sie es nicht selber finden, wenn Sie bei Google oder so eingeben, schicken Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an und wir können Ihnen dann eins zu eins auch noch mehr sagen als heute in einem Webinar, was wir auch aufzeichnen. Am wichtigsten, das nochmal betont, unabhängig von uns, alle im Internet frei für jeden zu finden, kostenfrei. Fangen wir mit der Definition an. EA, gängige Abkürzung Expert Advisor, was ist das denn überhaupt? Das ist ein automatisiertes Programm, wenn Sie den MT4 nutzen, in der Programmiersprache MQL. Es steht schon bereits an, in den Startlöchern, als Beta-Version, als Demokonto kann man es auch schon nutzen, der MT5. Der wird von der Architektur ganz anders aufgebaut sein, hat auch eine andere Programmiersprache und kann vielleicht auch noch das eine oder andere mehr. Der soll vom Softwareanbieter irgendwann jetzt im Winter oder Frühjahr freigegeben werden. Wer möchte, kann ihn auch gerne schon testen in der Demo, aber es ist noch kein Live-Trading möglich. Im MT4, im MetaTrader 4 ist die Programmiersprache MQL. Ein automatisiertes Programm, das verbirgt sich hinter EA. Ein Indikator ist ein Tool, ein Analysetool, was mit einer technischen, mathematischen Formel die vergangenen Kurse analysiert. Und dann gibt es noch den großen Bereich Skript. Skripte ist ein sehr vereinfachter EA, gedacht für einmalige Befehle, aber auch ein EA, wobei der EA auch alleine arbeiten kann, den können Sie einmal anstellen und solange Sie den Computer laufen lassen, arbeitet er auch und kann auch Trades ausführen, je nach EA. Das ist beim Skript in der Regel nicht möglich. Der ist halt für einmalige Befehle gedacht. Und dann gehe ich mal direkt das allererste Mal, ich habe es angekündigt, in die Software rein. Sie finden nämlich, wenn Sie den MT4 offen haben, auf der linken Seite ja immer das Fenster Navigator.
wo Sie dann auch dann die Unterpunkte, Expert Advisor, Skripte etc. haben. Und deswegen einfach mal, damit Sie wissen, worum es da geht, eine kurze Zusammenfassung, eine Begriffserläuterung. Zehn Top 10 haben wir zusammengefasst und wir werden relativ einfach steigern und uns hoffentlich bis zum Ende Nummer 10 nach und nach steigern. EAs, Indikatoren und Skripte sind angefangen oder vor, nicht angefangen, angekündigt worden für das heutige Webinar und ich fange mal mit einem relativ einfachen an, dem Indikator, dass wir uns Step by Step ein bisschen steigern von Punkt 2, 3, 4, 5 etc. Womit ich anfangen möchte, ist ein Indikator Bollinger Band. Ich habe einfach mal einen Screenshot gemacht, wobei leider Screenshots slidet so ein bisschen, die Qualität ist auch nicht ganz so schön erkennbar. Deswegen vielleicht mal direkt reingehen wieder in die Software, in den MetaTrader 4. Da ist es ein bisschen schöner zu sehen. Der standardisiert direkt schon, wenn Sie den MT4 aufmachen, mit den vielen, vielen weiteren Indikatoren zu finden. Bollinger Band nennt er sich, ist alphabetisch aufgeführt und wie jeden Indikator, EA oder Skript auch immer, wenn Sie den nutzen möchten, per Drag and Drop, also anklicken mit der linken Maus und reinziehen in den Chart, würden Sie den aktivieren können. Und das machen wir mal Schritt für Schritt. Bollinger Band möchte ich Ihnen als erstes zeigen, also gefunden, anklicken mit der linken Maus, hineinziehen. Es öffnet sich ein neues Fenster, wo Sie einige Parameter einstellen können. Einige Dinge sind total egal, persönliche Vorlieben, welche Farbe Sie haben möchten. Was interessant sein könnte, ist die Periode und die Abweichung. Es ist immer im Zusammenhang mit dem ausgewählten Chart. Was Sie jetzt hier sehen, ist ein 1-Minuten-Chart. Und wenn ich die Periode 20 habe, würde der Computer die letzten 20 Minuten analysieren. Wenn ich einen Stunden-Chart hätte und eine 20 stehen hätte, würde er die letzten 20 Stunden analysieren. Und wenn ich sage, ich möchte weiter zurückgehen, weil ich vielleicht einen längeren Trend anschauen möchte, dann mache ich aus den 20 zum Beispiel eine 50 oder 100, das kann ich ganz frei bestimmen. Wenn ich neu dabei bin und gar nicht weiß, was ich machen soll, Sie haben schon immer einen Vorschlag vom Computer, das war in diesem Fall die 20, und im Zweifel, wenn man neu ist und noch nicht weiß, lässt man den Vorschlag einfach stehen. Alle weiteren Dinge schauen Sie es gerne an, am besten natürlich für alle Zeiteinheiten, nicht nur für einige, möglich machen. Und wie gesagt, die Farbe oder anderes ist ganz egal. Nehmen wir mal an, die 20 ist okay, das wollen wir auch so machen, dann gehen wir auf okay und dann ist in einer halben Sekunde später der Bollinger Band auch direkt als Indikator eingezeichnet. Im MT4 haben Sie natürlich den Echtzeitkurs, der schwankt immer, ein bisschen Volatilität, Schwankungsbreite ist ganz normal, paar Punkte hoch, paar Punkte runter, das ist noch nichts Ungewöhnliches, das ist der Markt, so bewegen sich ja die Kurse. Durch den Bollinger Band haben Sie jetzt zusätzlich ein Band, daher kommt der Name eingezeichnet und zwar oberhalb und unterhalb vom aktuellen Kurs und zusätzlich auch eine Durchschnittslinie, aber die kann man fast vernachlässigen, ist nicht ganz so interessant oder wichtig. Bollinger Band soll jetzt aussagen von der mathematischen Formel, mit der er die Historie analysiert, dass immer, wenn das Band oberhalb vom aktuellen Kurs berührt wird, es ein Verkaufssignal ist, dann soll es eher mutmaßlich ein bisschen abwärts gehen mit den Kursen und immer, wenn das Band unten berührt wird, dann soll es ein Kaufsignal sein nach diesem Indikator, dann geht es wahrscheinlich eher hoch mit den Kursen. Erwarten Sie bitte niemals irgendwo an der Börse 100% Trefferquoten oder auch nur 90% Trefferquoten, das gibt es einfach nicht. Die besten Analysen, die besten Indikatoren, was auch immer alles gibt, haben, wenn sie sehr gut sind, Trefferquoten von 70-75%, dann sind sie schon sehr, sehr gut. Durchschnitt ist vielleicht auch eher 65%. Alles unter 50% kann man vergessen, aber wenn Sie was Gutes haben, 65-70%, das ist schon optimal. Aber bitte niemals 100% erwarten. Das gibt es einfach nicht an der Börse. Wenn es das irgendwo gäbe, würde es über kurz oder lang jeder machen und dann würde das Börsensystem nicht mehr funktionieren und jeder würde halt sehr schnell reich sein. Also wenn Sie irgend sowas hören, lesen, direkt ein Zeichen dafür, dass es hundertprozentig unseriös ist. Wir können es uns auch gerne einfach mal anschauen, wenn wir mal angenommen danach getradet hätten, einfach mal die letzten Stunden zurückgehen, da wurde Bollinger Band berührt und dann soll es ja eigentlich ein Verkaufssignal sein, ging aber eigentlich nicht so richtig runter mit den Kursen, also sagten es schon mal nicht auf. Da bin ich mal großzügig und sage, da ging es auf, da gab es keine Berührung, da ging es auch nicht so richtig auf, da ging es auch nicht so richtig auf, da auch nicht, hier ging es auf, da ging es auf, da ging es auf,
Großzügig ging es da auch auf. Hier wurde es nicht richtig berührt, da ging es nicht so richtig auf. Also bei einer kurzen Periode vielleicht auch nicht ganz so große Treffer. Wahrscheinlich Bollinger Band auch eher, wenn sie ein bisschen mehr zurückgehen, einige Stunden oder Tage. Aber einfach mal zur Demonstration, was er aussagen sollte, wo sich jetzt gar nicht so viel switchen, weil wir haben pickepacke volles Programm. Ich hoffe, dass wir das relativ schnell durchbekommen. Erstmal zu Beginn Bollinger Band als einer der beliebtesten Indikatoren, die Sie gerne mitnutzen sollten oder können oder anschauen sollten, um einen zusätzlichen Idee zu bekommen, ob Sie eine Order eingehen sollten oder auch nicht, je nachdem, was halt dieser Indikator so aussagt. Weil wir gleich mehreres noch einzeichnen möchten, kann ich Ihnen auch gleich mal zeigen, wie Sie den löschen können. Mit der rechten Maus irgendwo im Chart bitte klicken. Wir haben einen Indikator, deswegen klicken wir Indikator an und dann können wir hier auf Bollinger Band, wenn wir den nicht mehr haben wollen oder editieren, also bearbeiten wollen, aus den 20 eine 50 machen oder anderes, entsprechend klicken. Da ich ihn löschen möchte, weil ich noch vieles weitere einzeichnen möchte, klicke ich natürlich hier und dann ist er auch verschwunden. Und wenn Sie ihn wieder haben wollen, Drag and Drop anklicken und reinziehen, das ist, denke ich mal, relativ simpel. Wie gesagt, Hauptintention vom heutigen Webinar, Ihnen die Möglichkeiten vorstellen. Es wird Zehntausende von Indikatoren und EAs geben. Wir haben eine Auswahl, die bestimmt auch subjektiv ist, aber wir machen das Geschäft ja nicht erst seit gestern. Admiral Markets ist relativ neu in Deutschland, seit Juni. Da können wir vielleicht noch von gestern sprechen, also in Deutschland neu, aber weltweit seit 2001. Und man hat ja auch noch eine Vergangenheit, war nicht immer nur bei Admiral Markets. Selber bin ich seit über 15 Jahren an der Börse aktiv, war mal bei der Deutschen Bank, bei FXCM, bei E-Trade. Also auch da einfach nochmal, dass Sie ein bisschen was von uns auch hören. Nummer zwei, was wir Ihnen heute vorstellen möchten. Das ist ein Indikator, nennt sich Spread in Session. Und da auch direkt nochmal der Hinweis, wenn Sie den selber nutzen möchten, wie Sie den finden, rufen Sie Google oder eine andere Suchmaschine Ihrer Wahl aus, geben Sie MetaTrader oder MT4 ein, Spread in Session, und dann werden Sie den mit Sicherheit finden und können ihn kostenfrei runterladen. Wenn es nicht klappt, rufen Sie an, schicken eine E-Mail und wir helfen Ihnen gern nochmal. Spread in Session zeichnet Ihnen den aktuellen Spread ein. Und dann gehe ich wieder mal, ist vielleicht ein bisschen schöner, live in die Software und mache es ein bisschen größer, dass wir es ein bisschen schöner sehen können. Spread in Session nennt er sich, zeichnet Ihnen den aktuellen Spread, der jetzt in dieser Sekunde gilt, ein, also 0,5 Grad, eben hatten wir 0,6, aber, und das ist fast noch schöner, auch historisch. Aber nur so lange, wie der MT4 an ist. Und wenn Sie hier eine Pause sehen, da war ich dann mal nicht am Platz. Und wenn ich nicht am Platz bin, schaltet sich nach 15 Minuten mein Bildschirmschoner ein und dann zeichnet der Spread in Session auch nicht mehr auf. Das ist einfach nur zur Erklärung, weil man eine Lücke ist. Ansonsten, so lange, wie Sie den MT4 offen haben, zeichnet er auch historisch was auf, was der maximale Spread war. Zum Beispiel immer hier maximal bei 1 Pip oder auch der Minimum und der durchschnittliche Spread hier zu sehen. Und das kann für die Daytrader oder Scalper ein sehr toller Indikator sein, um einfach mal zu sehen, wie nervös ist der Markt. Natürlich ist der Markt sehr nervöser und volatiler, wenn das Spread mal ausgeweitet ist oder halt große Kerzen da ist. Es kann ein toller Indikator sein, oder um zu sehen, ob ich beim richtigen Broker bin, weil es gibt vielleicht 5, 6 ECN-Broker in Deutschland. Und jeder unterscheidet sich ein bisschen. Man kann sich auch ECN-Broker, also Interbankenspread-Broker nennen, wenn ich mit 2 oder 3 Banken arbeite oder ob ich mit 10 Banken arbeite. Und bei ECN-Spreads bekommen Sie halt immer den besten Geld- und besten Briefkurs von der jeweiligen Bank. Und dann kann es natürlich einen besseren Spread geben, wenn ich 10 Banken habe anstatt nur 3. Trotzdem bin ich ja auch bei 3 ECN-Broker. Und auch wenn ich ECN-Broker bin, kann ich ja trotzdem noch einen Aufschlag drauf machen oder sonstiges. Also wenn Sie mal Ihren Broker unter die Lupe nehmen möchten, ob er fair preist oder wie das Spread sich so entwickelt, wie nervös der Markt ist, ist das ein sehr, sehr netter Indikator. Wahrscheinlich eher für die Kurzfrist-Trader, für die Scalper. Die lieben auch noch die Markttiefe. Die haben wir auch noch mit dabei. Da noch ein paar Minuten Geduld. Wir finden es ganz, ganz nett, um einfach mal zu schauen, wie nervös der Markt ist und auch zu schauen, ob meine Ausführung okay war, wie war das Spread und so. Also wenn Sie ihn haben möchten, wunderbar. Spread in Session bei Google und Sie werden es finden. Auf dem Screenshot, den ich hier habe, sehen Sie natürlich auch, wenn es mal hoch hergeht, dass dann auch da natürlich der Spread hier ausgeweitet war. Kannst du es beim Screenshot gar nicht sehen. In der Software würde ich dann sehen, ob es jetzt 1,5 oder 2 Pip war. Also normal, Interbankenspreads, wenn es gerade hoch hergeht, und da gab es halt gerade so mal eine Phase, wo ich es aufgenommen habe, ist der Spread auch höher und
Das ist aber das Normale der Welt. Es ist die Börse. Angebot und Nachfrage, Geld und Brief bestimmt den Kurs, den Sie an den Börsen bekommen können. Nummer 3. Ein Expert Advisor nennt sich Autograph 4. Das ist ein Multifunktionstool, was wir auch auf unserer deutschen Webseite hinterlegt haben. Allerdings, ich habe es eben schon erwähnt, wir sind relativ neu in Deutschland und wir haben schon fast alles wunderbar vorbereitet auf Deutsch, die Software, die Webinare, die Facebook-Seite etc. Aber einige Baustellen bestehen noch. Eine der Baustellen ist eine deutsche Übersetzung für den Autograph 4. Wenn Sie Englisch oder andere Sprachen können, dann haben wir schon eine tolle Anleitung. Und Englisch ist auch eine Sprache, die ich kann, deswegen können wir da gleich mal die Anleitung zusammen uns anschauen. Runterladen, wenn Sie möchten, können Sie von der Webseite oder hier den Link, können Sie auch gerne nutzen, wenn Sie noch einen anderen Broker haben oder einfach mal in der Demo ausprobieren möchten. Alles, was wir heute uns anschauen, funktioniert auch mit anderen MT4 oder halt auch in der Demo. Einfach zur Information. Da, wie gesagt, wird es noch ein paar Wochen dauern, bis wir eine deutsche Anleitung auch haben, anbieten können, aber den Link zeige ich Ihnen gerne. Da gibt es eine tolle Anleitung und Englisch ist ja mittlerweile eine Weltsprache. Man lernt es in der Schule, vielleicht eine ganz nette Sache. Da werden Sie dann Step by Step und sehr, sehr ausführlich alle Möglichkeiten erläutert bekommen, was dieser Autograph alles kann. Einige Sachen sind schon mal ganz nett. Und dann gehen wir mal auf den Screenshot, der da ist. Zum Beispiel die Account-Informationen. Der MetaTrader 4 ist ja eine Fremdsoftware von einer Softwarefirma herausgegeben, von Broker A, Broker B, Broker C zu nutzen. Weil es eine Fremdsoftware ist, kann man sich dann aber auch nur auf das dann beschränken, was halt die Software schon bietet. Einige Dinge sind durch Skripte oder durch Modifikationen vom Broker auch noch im Weitergehen anzubieten, aber irgendwo sind Grenzen gesetzt. Das heißt, einige Dinge liefert der MT4 leider vom Softwareanbieter nicht. Man kann aber dann so einen EA nutzen, wie den Autographen 4, der Ihnen noch mehr Informationen liefert. Zum Beispiel halt das, was ich hier sehe, Kontonummer, meinen aktuellen Spread, mein Stop-Level, maximale Lotgröße, meine Margin-Anforderungen, die ich für einen Lot brauche, meine Swap-Kosten, alles hier möglich. Die Account-Informationen als ein Beispiel von 50, was Sie mit dem Autograph alles können. Wenn es Nachrichten gibt, haben Sie auch die Möglichkeit, das direkt über den Autographen dann eingezeichnet zu bekommen. Sie bekommen ja über den MT4 auch unten in dem Fenster, und es muss jetzt lebendig sein, ich muss ein bisschen hin und her switchen, hier auch Nachrichten. Das machen wir ein bisschen kleiner. Und wenn Sie da irgendwelche Nachrichten sehen, und das soll dann auch im Chart mit eingezeichnet werden, weil das den Markt beeinflusst, liefert der Autograph Ihnen das hier. Und wie gesagt, momentan nur eine englische oder auch russische oder ich glaube auch spanische Anleitung gibt es, aber eine deutsche leider noch nicht. In einigen Wochen wird es aber auf unserer Webseite geben, wenn Sie da möchten. Und wenn Englisch okay ist und Sie auf eigene Faust mal ausprobieren möchten, hier der Link. Und das Video ist dann in einigen Tagen verfügbar. Wenn Sie es nicht alleine finden, können Sie da die Anleitung auch mitbekommen. Sie können über den Autograph vertikale Linien einzeichnen, die dann Ihre Stop- oder Trailing-Stop-Linie ist. Ganz, ganz viele Dinge sind möglich. Alles über den Autograph kostenfrei von der Webseite von admiralmarkets.de runterzuladen, wenn Sie möchten. Nummer 4. Ein Indikator nennt sich FX Events. Der liefert Ihnen Benachrichtigungen bei Events. Events ist für mich immer so ein hochgestochenes Wort. Also wenn Sie eine Order ausgeführt bekommen haben, wenn Ihr Take Profit oder Stop Loss ausgeführt wurde. Aber, und das finde ich fast als schönste Funktion, aber vielleicht auch wieder meine persönliche Vorliebe, wenn Sie im Break-Even sind. Wenn Sie eine Order aufgeben, haben Sie ja immer den Spread, den Sie immer erstmal erwirtschaften müssen. Und wenn Sie eine Information haben möchten, wenn Sie im Break-Even sind, ab dann machen Sie Gewinn. Auch das kann dieser FX-Events-Indikator Ihnen anzeigen. Die allermeisten nutzen die Basisfunktion und das ist auch wunderbar in Ordnung so. Also wenn Sie eine Order aufgeben, eine Pending Order, die erst ausgeführt ist, wenn ein Kursniveau am Markt erreicht ist und wenn Sie nicht die ganze Zeit vom Computer gebannt sitzen möchten und warten wollen, vielleicht dann in der Küche sind oder sonst was, können Sie das dann einstellen, dass Sie ein akustisches Signal bekommen, wenn die Order ausgeführt ist, und Sie können auch in diesem Einstellungsfenster frei bestimmen, Take Profit wird mit
Alarmton ausgeführt und Stop-Loss wird mit Kikeriki ausgeführt und was mir so alles einfällt. Also Sie können frei wählen, die Töne halt ändern nach Ihren persönlichen Vorlieben, dass Sie das dann auch unterscheiden können. Und Sie sind auf dem neuesten Stand. Sie können per Ton, per Audio informiert werden, aber auch per Pop-up-Fenster. Und es soll sogar, aber ich habe es nicht ausprobiert, deswegen sage ich, es soll möglich sein, sogar per E-Mail. Das heißt, wenn Sie auch mal eine Order aufgeben und dann ja unterwegs per Handy eine E-Mail bekommen möchten oder sonst was, soll auch funktionieren. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Wenn Sie wollen, probieren Sie es gerne aus. So wird es dann aussehen. Können wir uns auch gleich mal live anschauen, wenn wir wieder auf dem MT4 switchen. Ton habe ich jetzt nicht angemacht, aber Sie haben halt auch so ein Pop-up-Fenster, wenn Sie möchten. Und dann werden Sie informiert, wenn Sie Break-Even sind oder was auch immer. Und dann switche ich wieder, dass wir den MetaTrader 4 aufrufen. Es ist ein Indikator, deswegen unter dem Punkt Indikatoren zu finden, aber ich glaube bei dem Punkt angepasste Indikatoren. Es gibt da die Standardindikatoren, wo Sie nichts verändert haben. Und bei den angepassten Indikatoren, wenn Sie Indikatoren oder EAs integriert haben, dann ist es halt da eine kleine Unterscheidung. Wie eben schon gehört und gesehen, anklicken, Drag and Drop und Nein ziehen. Dann gibt es immer noch mal so ein Fenster, wo vielleicht einige Dinge einzustellen sind. Wichtig ist, Import von DLL muss immer ein Häkchen sein. Das auch zwingend notwendig ist, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Ich bin auch eigentlich reiner Anwender, aber lassen wir das einfach mal stehen. Und wenn wir dann eine Order eingeben und vielleicht mal ganz, ganz eng was setzen, können wir mal gucken, ob wir direkt dann was hören. Muss sich der Markt natürlich ein bisschen auch bewegen. Schauen wir mal. Aber so wird es dann wenigstens aussehen. Und gucken wir mal, ob der Markt sich ein bisschen bewegt. Dann kriegen wir vielleicht einen Ton oder halt auch das Pop-up-Fenster. Probieren Sie es aus. Es funktioniert auf jeden Fall. Können noch ein paar Sekunden warten, ob es klappt oder nicht. Momentan ist der Markt ja nicht ganz so in Bewegung. In den Abendstunden ist auch der Markt nicht ganz so schnell. Indikator FX Events. Und wenn Sie ihn suchen, bei Google, bei anderen Suchmaschinen, MetaTrader oder MT4 eingeben, neues Wort dazu zur Verknüpfung, FX Events, und Sie werden den ganz schnell und einfach finden. Ohne Probleme. Nummer 5. Ein sehr beliebter Indikator, Ishimoku. Kinko Yo, wenn ich es richtig ausspreche, wird meistens schon weggelassen. Ishimoku ist ein gängiger Begriff. Auf einen Blick ein ausgeglichener Chart, das ist mehr oder weniger die deutsche Übersetzung. Ein Indikator, der vielleicht vor 10 Jahren fast unbekannt war in Deutschland, der wurde schon vor, lass mich raten, 60, 70 Jahren, glaube ich, in Japan erfunden. Aber so richtig bekannt geworden in Deutschland oder Europa ist er erst die letzten Jahre. Ich persönlich nutze ihn nicht so stark, aber er ist einer der beliebtesten und stärksten Nachgefragten. Deswegen möchte ich den auch heute auch präsentieren. Und da ich ihn selber wenig nutze, kann ich ihn auch nur wirklich Basisdinge dazu nennen. Habe ihn aber einen Link dazu gesetzt, unabhängig vom Broker, frei im Internet zu verfinden, wie immer zu sagen, wo Sie dann sehr viele Details nachlesen können. Sie haben über den sogenannten Ishimoku immer einen tollen Trendfolgeindikator. Das heißt, er zeigt ihn sehr schön an, wie der Trend aussieht, ob es eher nach oben oder unten geht. Die ganzen Details aber, weil ich ihn selber nicht nutze, ich habe ihn aufgeführt, weil er halt viel nachgefragt wird, ist vielleicht am besten über den Link hier auch zu finden. Ich werde Ihnen zeigen, Hauptargument ist die Wolke, und das schauen wir uns auch gleich an, wie der Trend so aussieht. Wenn es einen Aufwärtstrend gibt, wenn der Kurs nach oben geht, liegt Kurs oberhalb der Wolke, und wenn es ein Abwärtstrend ist, liegt der Kurs unterhalb der sogenannten Kumo- oder Ishimoku-Wolke. Und je nachdem, wie dick oder dünn die Wolke ist, ist dann auch der Trend stärker oder schwächer. Wie es sowas aussieht, auch da ein Screenshot, aber leider mit Screenshots ist halt die Qualität ein bisschen nachlassend. Deswegen können wir den auch mal direkt im Live-Tool uns anschauen. Ich mache mal wieder ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Es ist ein Indikator, deswegen suchen wir hier nach Ishimoku und wie immer Drag and Drop anklicken und reinziehen. Darf ich vielleicht auch ein paar Dinge noch einstellen, aber das lassen wir mal. Und dann bekommen Sie den sogenannten Ishimoku auf dem Schirm. Es wird eine sogenannte Kumo-Wolke oder nur
Ishimoku-Wolke genannt, die immer entweder oberhalb oder unterhalb des aktuellen Kurses ist, was ihn dann einen guten, und das ist wirklich wohl einer, der eine sehr hohe Trefferquote hat, deswegen ist er so beliebt, sehr, sehr guten Trend anzeigt. Ich persönlich nutze ihn noch nicht so lange oder kaum und habe mich bisher immer nur auf die Wolke verlassen. Es gibt aber dann noch weitere Linien, eine blaue, eine grüne und eine rote. Und wenn man die auch noch mit verknüpft, ist das wohl sehr, sehr hilfreich. Und da will ich fast schon ein Break machen. Zeige Ihnen nochmal den Link, wo Sie dann viel mehr nachlesen können, weil ich ihn selber nicht nutze, würde ich da wirklich einfach nur sagen, dass es viele nutzen. Top 10, deswegen mit aufgenommen. Ich persönlich nutze ihn sehr, sehr begrenzt, deswegen will ich da gar nicht so viel mehr zu erzählen, leider heute. Aber ich zeige Ihnen nochmal den Link, wo Sie dann wirklich sehr, sehr viele Screenshots und sehr ausführliche Erläuterungen bekommen. Daytrading.de, eine ganz nette Seite, unabhängig von uns, haben wir nichts mehr zu tun. Und wenn Sie da mal suchen oder den Link sich jetzt schnell merken können oder später im Video, freuen wir uns sehr, wenn Sie den auch mitnutzen möchten. Nummer 6. Ein Indikator nennt sich Custom Candle. Sie haben im MT4, und das soll der MetaTrader 5, der in den Startlöchern steht, schöner haben. Der soll statt 5, 6 möglichen Zeiteinheiten, ich glaube 29, wenn ich es richtig im Kopf habe, anbieten können. Aber da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden. Wenn wir mit dem MT4 arbeiten oder auch weiterarbeiten möchten, weil der MT5 auch einige Schwächen haben wird, zum Beispiel kein Hedging mehr möglich machen wird, und vielleicht will man auch nicht so schnell umsteigen, dann bleiben Sie bei MT4. Und wie gesagt, ich mache es lebendig, immer mal auch zum Tool zurück. Sie haben ja hier die 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten. Und es kann ja sein, gerade die Profis wollen auch mal andere Zeiteinheiten, zum Beispiel 3 Minuten oder 7 Minuten. Was auch immer, haben Sie mit diesem Indikator, Custom Candle genannt, und wenn Sie ihn so eingeben, werden Sie ihn finden, die Möglichkeit, ganz frei zu bestimmen, wie die Kerze aussehen soll, zum Beispiel 7 Minuten. Wird auch hier im Screenshot relativ undeutlich, aber ich zeige es Ihnen gerne ein, wieder dann im Live-Tool, dass Sie dann hier in Rot die 7 Minuten, wenn Sie das eingestellt haben, als Chart bekommen. Es wird erstmal überschrieben und ich lösche mal den Ishimoku, sonst wird es ein bisschen unübersichtlich. Und suche mir den Custom Candle raus. Kann dann hier eingeben, will ich 15 Minuten timen, will ich 7 Minuten, was auch immer. Also machen wir mal die 7. Und dann haben Sie eine 7-Minute-Kerze, die auf dem aktuellen Kurs überschrieben ist. Wenn Sie beides sehen möchten, prima, wunderbar, brauchen Sie nichts mehr machen. Wenn Sie sagen, nee, das ist mir zu undeutlich, kann ich gar nichts mehr erkennen, können Sie natürlich mit der rechten Maus im Chart klicken, auf den Punkt Eigenschaften gehen und dann halt die Farben verändern. Sie können also den Original-Chart dann auch unsichtbar machen, wenn Sie es möchten. Und dann sehen Sie dann nur noch diesen Custom-Indicator mit diesen, ja, mit diesen Kerzen 7 Minuten, wie Sie es gesagt haben. Also Sie können hier alles mit den Farben verändern, dann also auf schwarz oder so, je nachdem, was für eine Hintergrundfarbe Sie haben. Und Sie können das dann halt überschreiben, wenn ich es mal so nennen möchte. Custom Candle, wenn Sie halt andere Zeiteinheiten als die Standardzeiten, die der MT4 liefert, haben möchten. Ein Expert Advisor als Nummer 7. Es nennt sich Stop Loss, Take Profit, Move by Maus. Ist eines der Highlights, die ich Ihnen sehr empfehlen möchte, die nutze ich sehr, sehr stark selber, macht möglich Trading aus dem Chart, was ja so als Standardlösung bei MetaTrader 4 nicht möglich ist. Er zeichnet Ihnen den Stop-Loss und Take-Profit in den Chart ein und durch Anklicken und Verschieben der Linie ändert sich dann automatisch der Stop-Loss oder Take-Profit, den Sie gesetzt haben. Also sehr bequem und elegant und einfacher, als wenn Sie halt normal die Order anklicken mit der rechten Maus und dann halt in Zahlen Stop-Loss verändern, ist eine Verschiebung von der Linie bestimmt schöner. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich habe einen Screenshot gemacht und ich zeige sie natürlich auch direkt gleich wieder im Live-Tool, weil das Screenshot halt nicht so die tolle Qualität hat. Sie sehen halt hier für Take-Profit eine blaue Linie, können theoretisch aber auch die Farbe ändern und für Stop-Loss die rote Linie. Und wenn Sie den anklicken, und das machen wir mal live in der Software, muss dann bloß den natürlich
aktivieren. Stop Loss, Take Profit, Move by Maus. Wenn Sie einen Expert Advisor aktivieren, dann sollten Sie immer auch darauf achten, das ist erstmal alles in Ordnung, dass Sie hier oben ein Smiley haben. Weil Sie können Expert Advisors, die können ja auch, je nachdem, was für einen Sie sich aussuchen, automatisiert traden. Vielleicht wollen Sie es ja mal eine Zeit lang nicht. Wenn Sie den aktivieren oder deaktivieren möchten, bitte hier oben mit diesem Button können Sie den deaktivieren. Dann sehen Sie auch so ein X, dass er nicht aktiv ist. Und wenn Sie ihn wieder aktivieren möchten, hier klicken und das Smiley soll halt zeigen, dass er aktiv ist. Und dann machen wir mal eine schöne Order. Neue Order. Ohne groß nachzudenken, einfach mal ein kleiner Abstand irgendwo. Nur zur Präsentation. Und dann sehen Sie direkt, ich muss es doch mal ein bisschen größer machen, dass ich jetzt hier die Stop-Loss-Linie habe und Take-Profit. Und das ist das Größte, das finde ich selber auch ein bisschen, vielleicht bin ich da zu nervös oder habe zu einen dicken Finger. Sie müssen immer die Linie erstmal anklicken und markieren. Das heißt, die Linie einmal anklicken und es ist relativ schwer zu sehen, wenn die markiert ist. Dann haben Sie am Ende so ein ganz kleines Quadrat. Und wenn sie dann markiert ist, dann können Sie die erst verschieben. Und wenn Sie dann loslassen, ist dann die Order direkt neu platziert. Wenn Sie aber die nicht angeklickt haben und versuchen zu schieben, dann funktioniert es nicht. Also einmal Doppelklick markieren, durch diese kleinen Quadrate dann visualisiert, dass es halt aktiv ist und dann können Sie die verschieben. Und die Order ist dann direkt neu platziert. Also sehr, sehr elegantes Trading aus dem Chart. Und vielleicht liegt es an mir, vielleicht sind Sie da so ein bisschen feinmotorischer als ich. Das ist so mein Haupthindernis, dass ich halt immer dieses Doppelklick machen muss. Ah, genau, jetzt habe ich schon wieder nicht hinbekommen. Also Doppelklick, dann das kleine Quadrat hier sehen und dann kann ich es verschieben und die Order nach meinen Wünschen verändern. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr einfach noch. Betone ich jetzt einfach mal, einfach ist gut. Warum? In einigen Minuten später mehr dazu. Nummer 7, Expert Advisor, Stop Loss, Take Profit, Move by Maus. Eine sehr, sehr nette Sache. Nummer 8, Indikator, B-Clock genannt. Die zählt die Zeit bis zum Ende der Candle. Und da auch mal den Link, wo Sie den runterladen können. Unabhängig von uns, haben wir nichts mit zu tun. Können Sie überall nutzen, egal bei welchem Broker Sie sind. Ich sage es einfach nochmal dazu. Ja, vielleicht ein kleiner Interner. Wir wollten auch das Webinar bekannt machen und einige Foren, wo wir es dachten, ist okay, haben auch gemeint, das ist eine reine Verkaufsveranstaltung. Ich hoffe, diesen Eindruck haben Sie nicht. Wir sind ein Broker, Sie lesen auch, wer der Veranstalter ist, aber ich hoffe mal, dass es alles andere ist als eine Werbe- oder Verkaufsveranstaltung. Freue mich über ein Feedback, wenn Sie sagen, es stimmt oder stimmt nicht. Vielleicht ist ja auch meine Meinung falsch. Einfach nochmal so nebenbei eingestreut. Ich hoffe, es ist keine Verkaufsveranstaltung. Und egal, ob Sie auch beim Broker ABC sind, Sie können vieles mitnehmen heute. Wir wollen fair, transparent und offen und auch mal offen für alle ein paar Trading-Tipps geben. Ist vielleicht ungewöhnlich und vielleicht machen das andere Broker nicht und deswegen glaubt es dann auch keiner. Ja, was soll ich machen, außer Ihnen sagen? Und wenn man dann Unglauben erntet, beurteilen Sie selber, ob es eine Verkaufsveranstaltung heute ist oder nicht. Und ich freue mich auf ein Feedback, ob Sie meine Meinung teilen oder auch nicht. Das einfach mal als Interner, ich wollte es auch mal gesagt haben, weil, ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil wie kann man was beurteilen, wenn man das Webinar noch gar nicht gesehen hat und nur weil es halt ein Broker macht, kann es ja gut oder schlecht sein, aber ich hoffe mal, dass es keine Verkaufsveranstaltung heute ist. Ich freue mich über ein Feedback von Ihnen. So, B-Clock wollten wir uns anschauen. Wenn Sie den haben wollen, natürlich wie alles, was ist es denn? Es ist ein Indikator und es ist ein angepasster Indikator, also hier unter dem Punkt zu finden. B-Clock anklicken und reinziehen. Ich hatte den schon aktiv. Und dann haben Sie immer hier dann mitzählend, wie viele Sekunden es noch sind bis zur nächsten Candle. Irgendwie will er gerade nicht. Hier gab es gerade über das Webinar, glaube ich, so einen kleinen Verzögerung, aber normalerweise zählt das mit, jetzt sehen Sie es auch. Also wenn Sie eine Minute haben, dann zählt halt immer 60 Sekunden abwärts. Wenn Sie 5 Minuten haben, sehen Sie, wie viel Zeit noch verstreicht, bis die nächste Candle ankommt. Ich persönlich trade auch. Ich persönlich nutze ihn nicht so, aber viele finden ihn toll und deswegen wollte ich ihn auch in den Top 10 einfach mal sagen. Und jetzt haben wir schon so viel eingezeichnet, vielleicht lösche ich mal wieder ein bisschen was, um es nicht so unübersichtlich zu machen. Machen wir mal
Events raus und Custom Candle raus. Sonst ist es vielleicht zu viel. Genau. Also, immer wenn eine Candle ist und wir haben mal eine Minuten-Candle, dann zählt er hier, wie lange es noch dauert, bis die nächste Candle halt dann eingezeichnet würde. Es wird hier einmal gezählt und hier oben auch, aber da ist es schon sehr, sehr unübersichtlich. Also wahrscheinlich ist hier das Mitzählen relativ schöner. Wenn Sie relativ neu sind mit dem MetaTrader 4, vielleicht sehen Sie den Chart auch hier ganz am Ende vom Chartfenster. Mein Geschmack ist es nicht, deswegen auch da vielleicht mal ein Wort nebenbei zu. Wenn Sie im Chart rechte Maus klicken auf Eigenschaften, haben Sie die Möglichkeit, Chart Shift zu aktivieren und dann ist halt der Chart auch ein bisschen mehr hier mittig als ganz hier oben. Kann eine Geschmacksfrage sein, mich nervt es hier oben. Ich finde es schöner, wenn der Kurs ein bisschen da ist und wenn Sie es auch so empfinden, auf Chart Shift gerne gehen. Ja, B-Clock, wenn Sie sehen möchten, wie lange es noch dauert, bis die nächste Candle oder Kerze, Candlestick auf Englisch. Und das ist leider in der Trading-Sprache oder Börsensprache so, da ist vieles, was sich halt eigentlich eingeenglischt oder eingedeutscht hat. Und ja, wenn Sie es haben möchten, unter diesem Link beispielsweise zu finden, aber auch bei Google natürlich zu finden. Und da auch nochmal ein Screenshot, wenn Sie wollen. Nummer 9. Ein Skript nennt sich One-Click Trading. Was kann dieses Skript? Orderaufgabe mit nur einem Klick. Warum das ein Vorteil ist, zeige ich Ihnen gleich. Close All mit einem Klick. Sie sehen, je nach Modell und was Ihr Broker anbietet, bei uns, wenn Sie das Kontomodell Admiral Pro haben, auch die Markttiefe, Level 2 genannt, wie die Banken. Und wir sind mit 12 Banken angeschlossen. Sie sehen aber Level 2 immer nur 10 Geld- und Briefkurse, wie halt die Banken momentan Geld- und Briefkurse stellen. Wenn Sie Scalping betreiben, also jetzt eine Order eingehen und vielleicht eine Sekunde später oder 3 Sekunden später wieder zumachen, kann die Markttiefe netter zusätzlicher Indikator sein, wo wohl in den nächsten Sekunden der Markt hin tendiert, ob halt mehr Volumen oder mehr Nachfrage auf der Geld- oder Briefseite ist. Wenn Sie Orders immer länger als 30 Sekunden nur halten, glaube ich, ist es völlig ohne Aussagekraft, dann hilft sie nicht. Wenn Sie aber Scalping machen und jetzt eine Order aufgeben und eine Sekunde später oder 3 Sekunden zu, was Sie beim Admiral Pro Konto wunderbar gerne machen können, weil Sie halt auch nur 2 Pips mitnehmen oder einen, ist eine tolle Sache, um zu sehen, wohin der Markt wohl in den nächsten Augenblicken hin tendieren könnte. Und das ist mit diesem Skript, wenn es Ihr Broker unterstützt, auch gerne möglich. Er ist auslagerbar aus dem MT4 und auch der aktuelle Spread wird angezeigt. Und das schauen wir uns natürlich auch gerne im MT4 an. Es ist ein Skript, deswegen unter hier Skripte zu finden und nennt sich One-Click-Trading. Und wie immer anklicken und reinziehen und es erscheint. Sie haben hier so ein Reißzwecken-Symbol. Wenn Sie darauf klicken, können Sie die verschieben. Wenn Sie die Reißzwecke wieder anklicken, dann ist es fixiert, dann können Sie nichts machen, dann ist es halt immer fix. Können also, wenn Sie einen zweiten Monitor haben, was ich habe, was Sie jetzt aber nicht sehen können mit diesem Meeting-Tool, können Sie die halt auf den zweiten Monitor ziehen. Oder Sie könnten den MT4 kleiner machen, weil Sie nebenbei in Word oder in der Präsentation arbeiten wollen und wollen sich darauf konzentrieren, haben aber vielleicht immer alles hier im Auge. Also eine Auslagerung ist möglich. Vorteil ist mit One-Click, dass Sie halt hier, wenn Sie das Volumen in diesem Bereich eingeben, 0,1 Lot, 0,5, entweder mit den Pfeilen arbeiten oder überschreiben, direkt mit einem Klick im Buy-Bereich eine Long-Order und mit einem Klick im Sell-Bereich eine Short-Order aufgeben können. Und die Standard-Order-Maske, die braucht ja nicht nur einen Klick, die braucht ja 2, 3, 4 Klicks. Standard-Maske bleibt Ihnen aber immer noch behalten. Also rechte Maus klicken, Trading, neue Order und dann noch hier alles eingeben, was 2, 3 Klicks sind. Und wenn Sie halt 2, 3 Klicks sparen möchten, was auch 1, 2, 3 Sekunden dauern könnte, dann nutzen Sie gerne dieses One-Click-Trading-Skript. Wenn Ihr Broker, und da muss ich jetzt doch mal eine Verkaufsinfo geben, wenn Ihr Broker, Ihr MT4-Broker, Orderbuchtiefe, Marktbuche, ich rede so schnell, Markttiefe liefert, können Sie das nutzen, aber da sind wir der Einzige. Und das soll der einzige Verkaufspunkt heute wirklich sein. Also es gibt keinen anderen MT4-Broker in Deutschland, der Markttiefe direkt im MT4 liefert. Das macht nur Admiral Markets. Das heißt, das werden Sie nur bei uns bekommen und auch nur mit dem Kontomodell Admiral Pro. Wenn es Ihr Broker nicht anbietet, kann ich da nichts für. Wir bieten es an, aber das soll wirklich der einzige Verkaufspunkt oder Verkaufsvorteil sein, sonst soll es das heute ja nicht sein. Wir liefern es mit und dieses Skript zeigt es Ihnen halt an. Und ja, oftmals ist es halt in normalen Phasen immer relativ ausgeglichen, Geld und Brief.
Und beim Euro ist Dollar das liquideste Paar, was sie auf der Welt handeln können. Natürlich auch große Volumen, die immer da sind. Aber wenn es halt der Markt sich stark bewegt, werden sie durchaus da Unterschiede sehen von vielleicht 10 auf 23 oder was auch immer, was dann gute Dienste liefern kann. Also mit einem Klick auf Buy, eine Long Order, auf einen Klick mit Sell, eine Short Order. Und wenn Sie es eingestellt haben, Stop Loss, Take Profit, also dann die Pip-Abstände, die Sie halt haben wollen, ist es dann direkt auch aktiv. Und wenn Sie mehrere Orders offen haben und fünf Orders gleichzeitig schließen möchten, Close All ist auch noch möglich. Und last not least, der aktuelle Spread wird auch hier nochmal gerne angezeigt. In der Sekunde also 0,7 aktueller Spread Euro auf US-Dollar. Also One-Click-Trading, Hauptvorteil, wenn Sie es möchten, als Skript verfügbar. Das war eine Frage, deswegen bin ich auch darauf eingegangen. Eine Frage von den Teilnehmern, vielen Dank dafür. Wo bekommt man die Markttiefe-Indikator her? Das gibt es im MT4 nicht. Wenn irgendein Forex-Broker ein anderes Tool hat, da wird es bestimmt auch mal geben. Aber im MT4 gibt es das eigentlich so nicht. Wenn Sie nicht bei uns traden möchten, wunderbar in Ordnung. Es gibt ein fast ähnliches Tool, was Sie dann bei jedem anderen Broker auch nutzen können, nennt sich OneClicker. Ist aber mit Vorsicht zu genießen. Der OneClicker gibt es nämlich in zwei Versionen. Eine kostenpflichtige Version kann besser sein, hat vielleicht ein paar mehr Funktionen, habe ich mir nicht angeschaut, und eine kostenfreie Version. Und da bin kein Programmierer, ich weiß nicht warum, ich kann sie nur so benennen, bin reiner Anwender. Da gibt es verschiedene Versionen, ob Sie Windows 7, Windows Vista, Windows XP nutzen. Und einige Funktionen, die ich probiert habe, zu Hause habe ich Windows XP und hier im Büro habe ich Windows 7 und zu Hause läuft es, im Büro läuft es nicht. Es wird irgendwie mit diesen Windows-Versionen zusammenhängen, sagt auch die Softwarefirma. Und das letzte Mal, als ich es probiert habe, ist auch schon 2 Monate her, vielleicht hat sich es verändert. Aber das können Sie gerne probieren. Einen Vorteil haben Sie, da haben Sie die Möglichkeit, vier Orders auf einmal vorzubereiten, also Pending, Kursniveau einzugeben oder was auch immer und dann mit einem Klick auch eine Order abzuschicken. Das ist einer der Vorteile, aber da muss ich Sie wirklich einladen und Obacht, ob es funktioniert oder nicht, je nachdem, welche Version Sie haben. Probieren Sie es aus, OneClicker werden Sie auch finden, wenn Sie es suchen und je nachdem, welche Windows-Version haben, jetzt entweder laufen oder auch nicht. Aber ist halt eine Alternative, wenn Sie nicht das One-Click-Trading-Skript von uns nutzen wollen. Ja, und last not least, als Nummer 10, ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit EAs oder mit Dingen auseinandersetzt, welche EAs Sie nicht oder nur mit Vorsicht genießen sollten. Sie werden immer, wenn Sie mal Expert Advisor oder EAs suchen, auch kostenpflichtige Angebote finden. Wenn es ein EA ist, der 10 Euro kostet oder 20 und den haben Sie mal vielleicht als eine Demo-Zugang für 3 Tage oder so oder Sie dürfen mal Screenshots sehen und der liefert Ihnen tolle Vorteile. Dann ist 10, 20 Euro auch okay, mal eins mal einzugeben, auszugeben. Aber es gibt auch viele teure, die 50 oder 100 oder noch mehr Geld kosten, die dann versprechen, hey, dieses System hat halt in Zeitraum X 30 oder 60% Gewinn gemacht oder noch mehr. Oftmals ist es so, dass solche Anbieter 10, 20 unterschiedliche Strategien fahren. Dann ist es ganz normal, dass bei 10, 20 unterschiedlichen Strategien 3, 4 gut laufen und die anderen nicht. Und dann werden halt die 3, 4, die gut gelaufen sind, halt als Werbeaussage veröffentlicht. Und nur weil sie halt 3, 4 Wochen gut gelaufen sind, müssen es in den nächsten Wochen, wenn Sie jetzt künftig damit arbeiten wollen, nicht auch gut laufen. Oftmals sind auch Systeme da, die vielleicht mal eine Zeit funktionieren, 3 Wochen, 2 Monate, dann aber nicht. Es kann natürlich, ich kann nicht für alle Tausende, die es halt gibt auf der Welt sprechen, die mit Geld zu kaufen sind. Es kann bestimmt auch gute geben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es das oftmals, fast immer oder nie gibt. Ich kann Sie nicht sagen, ich kann Sie auch da nur bitten, vorsichtig zu sein. Überall, wo sagt, hey, tolle Gewinne in 3 Wochen, 300% oder ich mache dich schnell reich oder sonstiges. Obacht, Obacht, Obacht. Und zu komplexe, komplizierte Angebote. Es gibt auch noch andere EAs, die noch viel komplexer sind, 10.000 weitere Sachen können. Kann alles gut sein. Aber je komplexer eine Programmierung ist, je komplexer das Tool ist, desto fehleranfälliger ist es auch, desto mehr kann auch mal eine Programmierung auf neue Gegebenheiten nicht mehr funktionieren. Und dann müssen Sie vielleicht sich mal mit dem Programmierer auseinandersetzen, die oftmals aus dem englischen oder russischsprachigen Raum kommen. Viel Spaß. Oder ist es halt einfach zu komplex und man versteht es nicht oder es braucht zu viele Sekunden, bis ich dann damit arbeiten kann. Es ist wie immer im Leben, make it easy und simple oder was einfach und schnell ist,
kann auch dann besser verstanden werden und gut angenommen werden. Deswegen bin ich auch so ein kleiner Fan oder würde Ihnen nur den Stop-Loss Take-Profit-Move bei Maus fürs Trading aus dem Chart empfehlen wollen. Ich habe in einem früheren Webinar vor 3-4 Monaten noch ein anderes präsentiert. Der konnte dann auch diagonale Linien als Stop-Loss machen. Der hat aber, und ich habe es auch bis heute nicht rausgefunden, warum, irgendwelche technischen Schwierigkeiten und er kann es nicht mehr erkennen. Er kann immer noch die horizontalen Linien machen, aber die diagonale Linie nicht mehr. Und das kann immer passieren. Wir geben keine Gewähr über EAs oder sonstiges, sind alle unabhängig vom Broker, können sie frei benutzen. Und es kann immer sein, dass sich nach Monaten, Jahren mal was ändert oder die Technik nicht mehr geht oder die Programmierung mit neuen Funktionen nicht mehr arbeitet. Das kann immer der Fall sein. Das ist einfach die Technik. Und je weniger komplex es ist, desto besser wahrscheinlich die Möglichkeiten. Wir sprechen schon eine Dreiviertelstunde. Ich muss mal ein bisschen auf die Tube drücken. Alles, was wir heute nicht schaffen, können Sie gerne per Telefon, E-Mail später auf uns zukommen oder auch per Skype. Wir sind immer für Sie da. Einfach noch einige nette Seiten, wo Sie auch noch viel mehr über Indikatoren, EAs und sowas finden. Viele weitere gibt es auch noch. Forex Fabrik, Forex Factory, MT4-Quotes, was auch immer, suchen Sie ein paar raus, da werden Sie vieles finden, wo Sie viele tolle Anregungen und Tipps auch bekommen. Heute einfach mal die Top 10 aus unserer Sicht. Überzeugen Sie sich selbst, nehmen Sie, bevor Sie was Neues ausprobieren, immer ein Demokonto. Nicht jeder EA passt zu jedem, 100 Trader, 200 Vorlieben, eben schon gesagt. Ich neige zu Beispielen. Der eine sagt, ich nehme nur Mercedes und Audi und BMW ist total blöd. Der andere sagt, nee, alle drei sind gut oder nee, nur Audi ist besser oder Porsche ist besser. Und da kann man ja wahrscheinlich nicht sagen, Porsche ist besser als Mercedes. Es ist einfach für einen anderen Anlegertyp oder Autofahrertyp ausgelegt. So ist es immer im Leben, auch bei EAs. Der andere kann damit besser leben oder damit. Auch das einfach nochmal, dass es Ihnen gewiss wird. Ja, wenn Sie Fragen, Wünsche haben, die Ihnen jetzt nicht einfallen, aber später, Sie dürfen uns jederzeit gerne kontaktieren. Telefonnummer ist zu finden, E-Mail-Adresse. Auf Facebook sind wir vertreten. Wir sind ein Online-Broker. Wir haben natürlich eine Adresse, aber keinen laufenden Kundenverkehr. Aber wir haben einmal im Monat ein Seminar. Das nächste ist nächste Woche. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, ob es Mittwoch oder Donnerstag ist. Da können Sie gerne sich anmelden und vorbeikommen. Und wenn Sie mal 1:1 vorbeikommen möchten, auch gerne. Aber dann bitte mit Terminvereinbarung, weil wir einfach keinen laufenden Kundenverkehr als Broker haben. Ja, die nächste Messe, die ansteht, ist der 21. und 22. Oktober, die World of Trading in Frankfurt. Da sind wir auch vertreten, wenn Sie vielleicht auch hinkommen möchten. Sie können über uns demnächst auch kostenfreie Karten bekommen oder Sie sind sowieso da oder haben eine kostenfreie Karte. Auch da könnte man ins Gespräch kommen, wenn Sie Lust haben. Ja, wo unser Head Office ist, sehen Sie hier, ganz nettes Gebäude und wir sitzen in Berlin. Wenn Sie, ja, ich fahre mal mit der Maus hin, ich bin hier im Haus 2 im 5. Stock. Ich glaube, das ist hier. Da können Sie uns dann auch besuchen, wenn Sie mal möchten. Kommen wir zu den Fragen, die ich hoffentlich alle noch beantworten kann. Gibt es bei Admiral Markets auch die Heiken Ashi Charts? Ja, die gibt es. Die werden Sie hier auch direkt finden. Und wenn nicht, dann lassen uns mal 1:1 telefonieren oder E-Mails austauschen, kann ich Ihnen das auch zeigen. Ein Teilnehmer hat den Stop-Loss-Take-Profit-Move bei Maus schon genutzt, hat aber die Erfahrung gemacht, dass das beim normalen Stop-Loss gut funktioniert. Beim Trailing-Stop, wenn man aber einen Trailing-Stop eingegeben hat, nicht. Diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Wobei ich habe auch noch nie, muss ich gestehen, beim Stop-Loss-Take-Profit-Move bei Maus dann einen Stop-Loss als Trailing-Stop eingegeben. Ich weiß nicht, ob die Technik dann streikt, weil wenn ich den nutze, dann will ich ja gerade selber den Stop-Loss nachziehen. Ich habe es noch nicht probiert. Es kann sein, dass er das nicht arbeitet, wenn ich einen Trailing Stop eingegeben habe. Müsste ich auch ausprobieren. Werde ich auch gerne machen und weiß dann mehr. Sie haben ja die Möglichkeit, nicht nur den normalen Stop-Loss aufzugeben. Muss ich mal wieder ein bisschen größer machen alles. Sondern halt, wenn Sie eine Order haben, rechte Maus klicken, dann auch einen Trailing Stop. Und ob der dann damit arbeitet, ich habe es noch nie probiert, es kann sein, aber wenn ich den Stop-Loss-Take-Profit-Move ausnehme, wie gesagt, ja, dann will ich ja gerade selber manuell nachziehen. Es lassen sich zu wenige historische Daten für einen Backtest herunterladen. Ist jetzt eigentlich außerhalb des Themas, aber ich sage gerne was dazu. Der Broker selber, weder wir noch andere Broker, liefern Ihnen historische Daten. Da sind wir auf den Provider angewiesen und das, was Sie halt bei Metaquotes bekommen. Ich habe aber schon mal gesehen, dass man bei Yahoo
oder auch woanders noch viel mehr Daten runterladen kann und die dann auch einfügen kann in den MetaTrader. Probieren Sie es mal aus, bei Yahoo auch suchen, Backtesting, historische Daten. Wenn Sie es nicht finden, können wir es auch gerne zusammen nochmal machen. Und da haben Sie im freien Internet die Möglichkeit, weitere Daten runterzuladen. Ansonsten, der Broker liefert es nicht, wir leider nicht, andere nicht. Das, was halt MetaQuotes, der Software-Provider halt liefert. Die letzte Frage, haben Sie mit dem THV-System Indikatoren schon mal zu tun gehabt? Muss ich sagen, nein. Aber eben schon erwähnt, es gibt Tausende, vielleicht sogar eher Zehntausende. Kein Mensch auf der Welt, kein Daytrader auf der Welt kennt alle. Auch die Besten kennen wahrscheinlich 50 oder 70. Habe ich noch nie gehört, kann ich Ihnen leider gar nichts zu sagen. Es war heute eine Auswahl natürlich, vielleicht hat es Ihrem Geschmack gefallen oder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Das Video wird in geschätzten 2-3 Tagen verfügbar sein und können Sie alles gerne nochmal nachhören und anschauen. Nächste Woche ist ein weiteres Webinar. Wenn Sie sich da noch nicht angemeldet haben, würde ich Ihnen das auch noch ans Herz legen wollen. Unsere Facebook-Seite gefällt mir sehr, deswegen zeige ich sie mal auf der Facebook-Seite. Nächste Woche am Mittwoch um 18 Uhr geht es dann um Zeitmanagement und Tradingplan. Genau wie zu diesem Webinar. Sie haben einen Link, wenn Sie teilnehmen möchten, anklicken, registrieren und Sie sind mit dabei. Wann trade ich, wann sollte ich nicht traden, etc. etc. Das wäre nächste Woche dran. Ich sage herzlichen Dank. Ich hoffe, den einen oder anderen wertvollen Tipp konnte ich mitgeben. Das Webinar wird automatisch beendet. Damit Sie nochmal wissen, mit wem Sie gesprochen haben, mein Name ist und war Jens Scharnowski. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Schöne Grüße aus Berlin. Bye, bye.